Und damit ein herzliches Hallo aus dem Studio des OK Kaiserslautern zu unserer Spezialsendung am Tag der offenen Tür mit diesen Themen. Der Laie kann kein Fernsehen machen, denkste, wir zeigen, dass das doch geht. Der Produzent, Kollege Timo Fledi, ist seit 9 Jahren beim offenen Kanal, wir stellen ihn vor. Der Schauspieler, Rainer Furch, steht normalerweise auf der Bühne und vor der Kamera, im OK war er aber auch schon hinter den Kulissen. Der Profi, das ist Max Brandenburger, Kameramann beim HR und ein Kind des offenen Kanals. Auch ihn stellen wir gleich vor. Und der Star, Keep Your Light Shining-Gewinner Willie Hubbard, performt gleich live hier im Studio. Was ist eigentlich ein offener Kanal? Viele halten den OK Kaiserslautern für einen Fernsehsender wie jeden anderen. Das ist aber nicht so. Wieso, weshalb, warum? Meine beiden Kolleginnen Lara Kahl und Jule Schiffmann zeigen's. Du willst deine Meinung sagen und alle sollen sie mitbekommen? Du willst allen erzählen, was in deiner Stadt passiert? Du willst in deiner Freizeit auch mal was Sinnvolles machen? Du hast keinen Bock mehr auf die alten Schnulzen und willst lieber deinen eigenen Film drehen? Du willst also nicht nur Fernsehen schauen, sondern auch dein eigenes Fernsehen machen? Dann komm einfach bei uns im OK vorbei. Leih dir die passende Ausrüstung, Kamera, Mikrofon und Stativ. Hier gibt's alles, was du brauchst. Dann filmst du, was immer du möchtest. Danach geht's ab in den Schnitt. Wenn was nicht klappt, zeigen wir dir, wie es funktioniert. Entweder kurz vor Ort oder ausführlich in einem unserer Seminare für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Eine kurze Unterschrift und schon bist du auf Sendung. Einer, der diese Möglichkeit des Fernsehenmachens seit 9 Jahren nutzt, ist Timo Fledi. Seit vielen Jahren produziert er das Magazin Objektiv. Dabei werden wir ihm gleich live im Schnittplatz über die Schulter schauen. Zuvor stellt ihn meine Kollegin Regina Kruhnwald noch kurz vor. Seit stolzen 9 Jahren berichtet die Sendung Objektiv von den Menschen, ihrer Geschichte, Natur und ihrem Leben in Rheinland-Pfalz. Immer schön anschaulich. Dabei wird's auch mal etwas gefährlich, Wenn nach den Geschichten hinter den Bewohnern des Pfälzerwaldes gefragt wird. Doch wer steckt hinter den Beiträgen aus der schönen Pfalz? Da Objektiv seit 2005 in allen pfälzischen offenen Kanälen auf Sendung geht, schauen wir doch da einfach mal nach. Am Empfang ist er nicht. Vielleicht im Schnittraum 1? Auch nicht. Weit kann er aber nicht sein. Ah, da ist er ja. Darf ich vorstellen? Timo Fledi, der Produzent von Objektiv. Wir wollen ihm einmal über die Schulter schauen und fragen, was ihn denn zum offenen Kanal gebracht hat. Ich habe mich eigentlich immer für Fernsehen und für Werbung interessiert, schon als Kind, und dachte immer so, man könnte mal Schauspieler werden oder Moderator oder so, aber das war halt eher so ein Traum. Ich dachte nicht, dass man die Möglichkeit mal wirklich haben wird. Und da habe ich 1999, dann mit 16, habe ich dann gesehen, dass man einen Kamerakurs im offenen Kanal machen kann. Und da habe ich mich da einfach mal angemeldet und habe mitgemacht und mitbekommen, dass da jeder Bürgerfernsehen machen kann. Und das fand ich halt toll. Es wurde einem ja auch gezeigt, wie es geht. Und da habe ich dann ein Team zusammengesucht und habe dann angefangen, selber Fernsehen zu machen. Und wie kam der 32-jährige gelernte Grafiker aus Dahn zu seiner Sendung Objektiv? Ich habe in meiner Jugend ein Jugendmagazin gemacht, im Südwestpfalz OK, weil ich komme aus der Pirmasenser Gegend. Also ich bin viel in Rheinland-Pfalz rumgekommen. Ich habe dann halt auch gesehen, dass das Land total viel Schönes zu bieten hat. Objektiv kann bald seine 50. Sendung feiern. Was sind Timos persönliche Highlights? Oh, es gibt total viele Highlights eigentlich. Ich bin gerne mal auf Schiffen unterwegs, da schneide ich nämlich auch gerade einen Beitrag, wo ich mich drauf freue, den dann auch zu schneiden, weil man das dann alles nochmal sieht. Schön ist aber auch hier in der eigenen Stadt in Kaiserslautern was zu machen. Zum Beispiel haben wir gerade einen Beitrag über die Kaiserpfalz gemacht, wo auch der Oberbürgermeister dann dabei war, weil die sollen wieder ein bisschen neu restauriert werden und wieder mehr in den Mittelpunkt des Interesses kommen. So viel Eifer für ein Hobby. Dafür wurde er auch belohnt. 2012 bekam Timo den Bürgermedienpreis verliehen.
Ja, grüß dich, Timo. Bist ja schon wieder fleißig am Arbeiten, jetzt hier an deiner Sendung Objektiv. Eben haben wir es ja auch im Beitrag schon gesehen. In Objektiv bist du ja in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs. Mhm. Das ist ja sicher sehr aufwendig. Warum hast du dir denn ausgerechnet so ein schwieriges Format ausgesucht? Ja, das ist aufwendig, aber man kommt viel rum. Also ich habe auch als Jugendlicher ein Jugendmagazin auf dem Kanal gemacht, damals im Südwestpfalz-OK. Und mein erster Job nach der Ausbildung war dann in der Nähe von Koblenz. Und dann war ich viel in Trier bei Freunden, viel in Kaiserslautern unterwegs. Und da habe ich einfach gesehen, das Land hat viel zu bieten. Und da hätte ich Lust drauf, mal über das ganze Land was zu machen, um dann die verschiedenen Landschaften zu sehen und interessante Menschen kennenzulernen. Und interessante Menschen ist ein gutes Stichwort, denn wir haben jetzt drüben bei uns im Studio den Rainer Furch zu Gast. Der ist unter anderem Schauspieler am Pfalztheater, aber auch bei vielen Film- und Fernsehproduktionen, zum Beispiel im Tatort. Und Timo, wäre das nicht auch mal was für dich beim Tatort mal hinter die Kulissen zu schauen. Klar, ich meine, sonntags um 20.15 Uhr versammelt sich so die ganze Nation vom Fernseher. Der Tatort ist ja absolut Kult geworden mittlerweile. Wäre natürlich sehr interessant, da mal hinter die Kulissen schauen zu können. Dann kannst du ja gleich mit dem Rainer jetzt schon mal einen Termin ausmachen, wo du dann mal hinter die Kulissen schauen darfst. Grüß dich, Rainer, hallo. Ja, Rainer, du stehst ja normalerweise oft vor der Kamera oder auf der Bühne, aber speziell hier beim offenen Kanal hast du jetzt auch schon ein Projekt gemacht gehabt, ist schon ein bisschen länger her, wo du dann mal hinter der Kamera auch viel redaktionell tätig warst. Erzähl mal ein bisschen. Ja, genau. Ich hatte mit meinem Schauspielerkollegen Björn Büchner die Idee, einen Dokumentarfilm über Geld zu machen. Wir wollten rauskriegen, was ist das, Geld? Also als Theaterschauspieler hat man naturgemäß immer zu wenig davon. Aber wir wollten es einfach wissen. Wir haben uns Fragen überlegt. Was ist Geld? Was ist das Schönste, was man mit Geld machen kann? Was würden Sie tun, wenn Sie 1 Million Euro hätten? Macht Geld glücklich? Macht Geld unglücklich? Und so weiter. Kinderfragen sozusagen. Und mit diesen Fragen sind wir losgezogen und haben uns eine Liste von Leuten gemacht. Wir haben auch teilweise Leute einfach auf der Straße angesprochen. Und wir haben den OB interviewt, wir haben den Sparkassendirektor befragt, einen Bankräuber auch. Der hat tatsächlich mitgemacht, ja? Der hat gerne mitgemacht, der hat dafür sehr... für seinen Raub 7 Jahre, glaube ich, büßen müssen und hat da auch einige interessante Einsichten eingebracht. Ja, eine Rentnerin, alle einen Querschnitt durch die Gesellschaft, haben da draußen einen 1-stündigen Dokumentarfilm gemacht und der lief hier im offenen Kanal. Wir haben das ganze Equipment hier vom OK bekommen und das war natürlich ganz toll. Jetzt hast du, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber du hast auch ein ganz aktuelles Projekt, nämlich einen Film, der jetzt auch in den Kinos läuft. Ja. Heißt Ein Geschenk der Götter und da schauen wir jetzt einfach mal ganz kurz rein in den Trailer. Ja, Sie haben die Julia gespielt. Ach, das war so... Nee, das war ich nicht. Das war eine Kollegin, die ist auch blond. Echt? Mhm. Frau Bischof ist diplomierte Schauspielerin. Was macht ihr jetzt? Anna gönnt sich gerade eine Auszeit. Aha. Das ist auch bloß eine, die es nicht gepackt hat. Eine arbeitslose Schauspielerin, die noch nie im Tatort war. Ein Loser eben, ne? Ist das hier so eine Art Beschäftigungstherapie? Also ich lasse mir doch jetzt nicht... Hauptsache, wir kommen nicht mehr in der Statistik vor, weil wir in irgendeiner hirnlosen Maßnahme sind. Lag da eine Matte? Ja. Okay. Wir haben diese Szene ja ein paar Mal proben müssen oder spielen müssen. Also dann wäre der Schauspieler, hätte die blaue Flecken bekommen. Ja, hier am Arm, blauen Fleck gehabt. Gut, okay. Jetzt ist der Film schon angelaufen in den Kinos und wird jetzt auch hier in Kaiserslautern demnächst eine ganz große Premiere haben und zwar im Unionskino. Genau, also der Film läuft seit 9. Oktober bundesweit in den Kinos. Hatte Premiere am Filmfest München, hat dort auch 2 Preise gewonnen, den Bayern 3 Publikumspreis und den Preis für die beste Produktion. Ja, und in Kaiserslautern läuft er am 17. Oktober im Provinzkino und große Premiere in Anwesenheit von Regisseur und Darstellern ist am 27. Oktober und weitere Spieltermine sind dann ab 11. ab 6. November dann im Unionkino. Dann lohnt es sich mit Sicherheit vor allen Dingen auch am 27. Oktober im Unionskino vorbeizukommen. Mhm. Da kann man dann mit Sicherheit dich auch treffen. An der Stelle vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns in der Sendung. Und dann komme ich nochmal zu dir rüber, Timo, denn auch bei dir steht jetzt ein aktuelles Projekt auf der Agenda und zwar mit unserem Oberbürgermeister zusammen. Ja, stimmt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass ich viel in Rheinland-Pfalz unterwegs bin. Aber ich wohne in Kaiserslautern und da will ich natürlich auch was hier aus der Stadt machen, was mich auch selbst interessiert. Es wird ja gerade in der Innenstadt total viel Neues gebaut, eine neue Stadtgalerie. Wir haben seit vielen 100 Jahren da ja auch eine Burg stehen oder Reste davon. Und die kommt eigentlich gar nicht so zur Geltung. Da will die Stadt auch wieder ein bisschen mehr draus machen, damit man wieder den Blick auf die Burg richtet und da wieder sich vorstellen kann, was da eigentlich mal war. Und dazu haben wir den Oberbürgermeister auch interviewt. Klingt sehr spannend. Danke auch an dich. Danke an dich nochmal, Rainer. Danke an euch beide.
Und auch tolle Sendungen neben Objektiv, zum Beispiel hier im offenen Kanal, sind die zahlreichen Musikvideos bei uns im Programm. Und eins davon kommt von unserem nächsten Studiogast. Der war übrigens auch schon vor seinem Erfolg bei ProSieben Fernsehproduzent. Another week went by, you were all alone. Mit seiner einzigartigen Stimme hat er es geschafft. Willie Yellow Hubbard, ehemaliger Soldat der US Army, gewinnt die ProSieben-Show Keep Your Light Shining. Der 33-jährige Amerikaner wohnt mit seiner Frau und seinen Stiefkindern in Reichenbach-Stegen und hat dort sogar sein eigenes Studio. Musik ist seine Leidenschaft und das nicht erst seit gestern. Denn bereits in den 90ern sang er in einer US-R&B-Band. Außerdem liebt er das typische amerikanische Essen, wie zum Beispiel Steaks und Hot Dogs. Und hier ist er, live bei uns im Studio mit seinem brandneuen und selbst komponierten Song. Hier ist Willie Hubbard mit Pain. I get this pain in my head when I look in my life and see that I'm living a lie. I get this pain in my heart when I look in your eyes and see that we're miles apart. I get this pain in my mind when I'm asking the question, the answer's just too hard to find. I get this pain in my soul when my love's not enough and you're with me but I'm still alone. Großartig. Komm gerade noch ganz kurz rüber zu uns aufs Sofa, dass wir noch ein bisschen über deine Projekte in der Zukunft reden können. Du hattest ja jetzt gerade einen riesigen Erfolg bei Keep Your Light Shining, bist aber trotzdem noch hier in Kaiserslautern, hast dir jetzt auch dein eigenes Studio in Reichenbach-Stegen aufgebaut, wo du auch wohnst. Und wie geht es denn bei dir jetzt weiter an Projekten in der Zukunft? I have a lot of projects coming up. Oh ja, ich habe viele Projekte vor mir. Ich bin ein Songschreiber und ein Musikproduzent, nicht nur ein Sänger. Ich schreibe Songs für mich und für andere. Ich habe eine neue Single produziert, die vor Ende des Jahres erscheinen wird. Außerdem werde ich auch an vielen Projekten für andere Künstler arbeiten. Okay, dann danke ich dir erstmal an dieser Stelle. Wir werden aber nachher dann noch einen von deinen anderen Songs, nämlich noch einen zweiten Song, zum Ende der Sendung hören. Bis nachher dann, Willy. Und danke erstmal an der Stelle. Danke. Und damit kommen wir zu einem OK-Kollegen, der den offenen Kanal als Sprungbrett zum Profifernsehen genutzt hat, nämlich zum Hessischen Rundfunk. Was aber nicht heißt, dass er hier beim offenen Kanal Kaiserslautern nicht mehr aktiv wäre. Ganz im Gegenteil. Berühmt und berüchtigt ist er bei uns im Team vor allen Dingen für seine Motivationsreden. Denn wenn jemand ein komplettes Fernsehteam so motivieren kann, dass die Sendung im Anschluss wirklich nur geil werden kann, dann ist es Max Brandenburger. Roland Stichler und Christian Lellbach berichten.
Das Besondere an meinem Job oder das, was ich persönlich schön finde an dem Job ist, man macht seine Arbeit und es gucken einem hunderttausende Menschen gleichzeitig zu. Mein Name ist Max Brandenburger, ich bin 31 Jahre alt und arbeite seit 9 Jahren beim Hessischen Rundfunk als Kameramann. Ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, mich für das Fernsehen und auch für die Fernsehproduktion zu interessieren. Und da gab es den offenen Kanal Kaiserslautern. Da bin ich reingestolpert, als ich glaube 14 war. Und habe dann sukzessive angefangen, immer mehr dort zu machen und gemerkt, das ist das, was ich werden will. Dann habe ich gesehen, es gibt ein Berufsbild des Mediengestalters für Bild und Ton und habe mich für den Beruf entschieden. Ja, so einen klassischen Tag gibt's beim Fernsehen eigentlich nicht. Wenn ich um 12 Uhr zum Beispiel anfange im HR, dann trifft man sich mit den Kollegen schon mal und bespricht, was am Tag so gesendet wird und stellt dann noch seine Kamera ein, dass alle Knöpfe richtig eingestellt sind und dass die Kamera gut beweglich ist und all diese Dinge und Kommunikationscheck, Rotlichtcheck. Und so geht man von 12, manchmal 14 Uhr, geht man dann langsam irgendwie durch und produziert die erste Sendung, dann später nochmal eine und vielleicht am Schluss dann nochmal eine Abendsendung. Das ist ein sehr spannender Beruf, der sehr vielfältig ist und das zeigt sich dann auch natürlich in den Herausforderungen, denen man sich dann stellen muss. Ich kriege in der Tat nicht genug vom Fernsehen, das ist so. Ich glaube, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, wie ich das gemacht habe, dann bleibt man diesem Hobby immer noch verbunden. Nach wie vor komme ich immer wieder gerne in den offenen Kanal zurück. Ich sehe das so, dass der offene Kanal mir sehr viel gebracht hat und ich ihm jedes Mal, wo ich auch nur kann, irgendwie wieder was zurückgeben kann. Das Medium beinhaltet so viele Berufsbereiche, die man erstmal am besten alle durchlaufen hat, bevor man dann professionell arbeitet, um einfach mit den Kollegen entsprechend kommunizieren zu können. Und das lernt man am besten in einem offenen Kanal. Man kann einfach in seiner Freizeit irgendwann mal abends kurz im Studio vorbeischauen und sich überlegen, wie leuchte ich eigentlich am besten aus oder wo stelle ich am besten meine Kamera hin. Und diese Basics, sich da anzutrainieren, das geht dort einfach fabelhaft. Mensch Max, jetzt sehen dich die Leute endlich auch mal. Normalerweise hören sie dich ja nur als Station Voice hier beim OK Kaiserslautern. Wie kam es denn dazu, dass du die Station Voice wurdest? Das war nicht geplant, das hat sich so ergeben. Wir hatten früher natürlich ganz viele Beiträge produziert, da brauchte es halt einen Sprecher und dann hieß es, komm Max, mach doch mal eben. Dann habe ich das gemacht und es klang noch nicht mal so schlecht und dann hieß es, ach ja, dann kannst du es ja öfter machen und genauso passiert es jetzt auch. Also ich kriege dann, wenn ich in Frankfurt bin, ich bin ja beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt, wundert, und habe dort einen kleinen Sprecherplatz eingerichtet, so ein Mikrofon, und da kriege ich dann per E-Mail Texte, die spreche ich dann und schicke die dann über Internet dann hier direkt an den Schnittplatz und dann wird es drunter gelegt und deswegen hört man meine Stimme in Kaiserslautern. In den Beiträgen. Jetzt haben wir es eben in dem Beitrag über dich auch schon gesehen, dass du den OK als Karrieresprungbrett zum Profifernsehen genutzt hast. Inwiefern war und ist dir das denn auch heute noch bei deiner Arbeit beim HR behilflich? Ungeheuerlich. Also ich habe sowohl früher, als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Mediengestalter für Bild und Ton, habe ich davon schon profitiert. Das habe ich ja sogar in einem offenen Kanal gemacht in Trier. Und auch jetzt noch, wenn ich beim Hessischen Rundfunk irgendwie unterwegs bin, beim offenen Kanal lernt man ja alles von Licht, Ton, über Kamera und Schnitt und solche Sachen. Und es ist einfach ungeheuer vorteilhaft, wenn man schon mal die Arbeitsbereiche schon mal in etwa ein bisschen kennt. Da kann man mit den Kollegen auch darüber sprechen irgendwie. Und das ist einfach immer gut. Und das lernt man halt in einem offenen Kanal. Und es hat sich auch schon die letzten Jahre sehr, sehr viel verändert, was offene Kanäle angeht. Früher war das immer so ein, ja, da sind die paar Wackelfilme irgendwie und da kommt ja auch nie was und so. Und das hat sich jetzt mit einer automatischen Senderabwicklung, da kommt dann immer irgendwie Programm, das ist auch hochwertig und wir haben tolle Beiträge und viele, die viel produzieren. Und da hat sich einfach auch technisch viel getan. Ja, wir sind einfach, also nicht, dass wir uns komplett an die Profis angeglichen haben, aber die Schwelle ist nicht mehr so groß. Und das ist eine tolle Entwicklung. Es geht in Richtung Profifernsehen. Max, ich danke dir an der Stelle und wir sind natürlich auch sehr froh, dich auch heute noch hier beim offenen Kanal zu haben. Und wer Max einfach mal persönlich kennenlernen will, der kommt hier vorbei beim offenen Kanal Kaiserslautern und lernt ihn kennen. Und nutzt vielleicht den offenen Kanal auch als Karrieresprungbrett, so wie unsere Jugendredaktion.
Wir treffen uns jeden Freitag und planen unsere nächste Sendung. Ja, freitags heißt auch nach der Besprechung, schneidet man an einem Beitrag für die Sendung oder man geht mal was drehen oder ja, plant was. Das Tolle an der Jugendredaktion ist, dass man eigentlich immer auf neue Leute trifft, dass man sehr viel dazulernt, das Abwechslungsreiche auch einfach und dass man auch einfach sich selbst teilweise einfach verwirklichen kann und ja, das Abwechslungsreiche einfach hier. Eigentlich mache ich relativ viel hier. Meistens stehe ich vor der Kamera und ich habe in letzter Zeit viel mit Musik gemacht, also ich war für den Musikteil zuständig. So habe ich zum Beispiel Stars wie Jupiter Jones und Glasspanspiel interviewen dürfen und das ist ziemlich cool, ja. Erst gibt es so ein Brainstorming zu verschiedenen Ideen, dann werden die Ideen nochmal einzeln gefiltert und eben nach Machbarkeit geprüft. Und dann gibt es auch eine Standsabfrage, das heißt, wie weit einzelne Beiträge sind. Hallo, ich bin Luisa, ich bin 17 Jahre alt und seit 3,5 Jahren Teil der Jugendredaktion des Offenen Kanals. Mein Name ist Vlada, ich bin 16 Jahre alt und bin seit 2 Jahren in der Jugendredaktion des Offenen Kanals Kaiserslautern. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch persönlich. Alle Infos dazu gibt's auch nochmal im Netz auf ok-kl.de. Und jetzt kommt hier nochmal Willie Hubbard mit ab. Viel Spaß dabei und man sieht sich. When the rain comes and you hear the thunderstorm and it feels like you can't carry on and your hope is gone and your faith is fading away and now the sky's gray as you struggle day by day. Even in the worst of times, the sun still shines. Times the sun still shines.